Giveaway ist vor allen Dingen eins, das in den Händen, auf dem Schreibtisch oder wo auch immer des Empfängers bleibt. Also die Standardformate, die sehr stark verbreiteten, die sich gegebenenfalls auch nicht mehr hervortun, wie zum Beispiel sehr günstige Kugelschreiber, China-Produktionen in dem Sinne, die auch schnell nicht mehr schreiben, sind eher eine schlechte Wahl, weil sie dazu führen, dass sie schnell wieder aus dem Blickfeld des Empfängers rücken. Und Sinn und Zweck ist eines Giveaways ist es ja auch, über einen weiteren Kanal im Bewusstsein der Menschen zu bleiben. Und ein gutes Giveaway ist vor allen Dingen eins, das fernab von den Standards ist oder aber qualitativ so hochwertig, dass es länger in Verwendung bleibt oder eben überhaupt genutzt wird. Das sind natürlich immer Situationen, wo der persönliche Kontakt da ist oder eben spezielle Kampagnenaktivitäten, wo eben das Giveaway nochmal an die Aktivität erinnert oder daran anknüpft, das Ganze fortsetzt. Die Klassiker, die funktionieren, sind auf jeden Fall Kugelschreiber hier. Wie gesagt, darauf achten, dass es nicht die billigen China-Produktionen sind. Auch in Deutschland gibt es gute Hersteller zu bezahlbaren Preisen, die dann auch beispielsweise vollgefüllte Minen und nicht nur halbgefüllte Minen ausliefern. Andere gute Giveaways sind tatsächlich individuell gefertigte. Das klingt zunächst teuer und aufwendig, muss es aber nicht unbedingt sein. Ganz besonders wirksam sind Giveaways, die zur Aussage der Marke oder zum Inhalt passen. Also nicht einfach allgemeingültige Artikel zu verwenden, sondern nochmal zu konkretisieren und zu schauen, haben wir etwas, das wir adaptieren können für unser Thema.